Mich hat wieder eine Anfrage erreicht, und zwar, ob ich einmal ein Video machen kann, wie man richtig marschiert. Und da habe ich mir so gedacht, also marschieren ist ja schon eine spezielle Angelegenheit für sich. Ich denke, da hat jede Garde so ihre eigenen Regeln und Kleinigkeiten, auf die sie achtet. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass es da eine Einheitlichkeit gibt. Deswegen zeige ich dir heute in diesem Video, wie wir bei uns marschieren definieren, welche verschiedenen Möglichkeiten es gibt, die Arme einzubinden und wie man es den Tänzerinnen und Tänzern beibringen kann. Ja, fangen wir einmal an mit der Beinhöhe, weil ich denke, das ist nämlich das Wichtigste, erstmal das zu definieren für eure Garde. Ich zeige das jetzt natürlich, wie das bei uns ist. Wenn ihr eine andere Höhe festgelegt habt, dann orientiert euch natürlich bitte daran. Also, wir haben früher gesagt, die Beine sollen auf 90 Grad. Das wäre dann diese Höhe. Also, dass ihr hier 90 Grad Winkel habt und hier. Das ist aber natürlich super, super anstrengend, vor allem wenn ihr eine weite Reise bis zur Bühne habt, die ihr marschieren müsst. Und deswegen haben wir uns irgendwann darauf geeinigt, dass wir so marschieren. Also die Fußspitze ist gerade so über dem Boden. Wir haben immer gesagt, so ein Nutella-Glas passt dazwischen. So hoch kommt die Fußspitze. Und das Wichtige ist, in dem Moment, wo der Fuß den Boden verlässt, wird er direkt spitz nach unten gestreckt, okay? Das ist eigentlich das Wichtigste, auf das man achtet. Ja, und dann kann er mal gerade marschieren. Quasi wirklich nur kurz über dem Boden die Füße abheben. Das ist eigentlich von den Beinen schon fast alles, was ihr beachten müsst. Vom Oberkörper ist es so, dass er natürlich aufrecht sein sollte. Am besten sogar etwas zurückgelehnt. Das heißt, nehmt schön eure Schulter nach hinten, Brust raus, wie man sagen würde, Kopf hoch. Also nicht nur gerade, sondern wirklich ein bisschen höher, ein bisschen Nasenspitze hoch. Und dann wird so marschiert, okay? Ihr seht hier den Unterschied, wenn ich gerade bin, muss ich ein bisschen zurücklehne. Nicht so, das nicht, aber wirklich Schultern zurück, Kopf hoch. So viel also grundsätzlich zur Körperhaltung. Jetzt ist der Kopf natürlich noch eine Sache. Ihr habt die Möglichkeit, in Laufrichtung zu gucken. Das ist auch vor allem bei den Kindern und Jugendlichen die einfachere Lösung. Also auf den Vordermann gucken. Schöner fürs Publikum ist es natürlich, wenn ihr so marschiert. Ja, also Richtung Publikum gewandt. Dann kann es aber passieren, dass ihr nicht mehr genau gerade seid. Müsst ihr abwägen. Wenn ihr bei einem Auftritt tanzt, würde ich auf jeden Fall die Variante "Wir gucken ins Publikum" bevorzugen. Arme könnt ihr, habe ich ja eben schon gezeigt, hier in die Hüfte nehmen. Dabei ist es wichtig, dass die hier auf den Hüftknochen aufliegen, also nicht hier oben in der Taille, zumindest bei uns. Wie gesagt, nochmal als Erinnerung, wenn ihr das in eurer Garde anders definiert, dann ist es so, dann teilt es aber auch allen mit, wo die Arme hingehören. Also wir orientieren uns hier an den Hüftknochen, die Finger zeigen nach unten, sind zusammen, der Daumen ist hinten und die Ellenbogen sind hier. Und jetzt wichtige Info, Schultern zurück und die Ellenbogen bleiben da, wo sie sind. Ich sehe ganz viele, die so marschieren. Schultern zurück, Ellenbogen starr, steif, okay? Nicht mitnehmen. Das ist im Grunde eine Variante. Eine weitere Variante ist, einen Arm aufzulegen oder halt auf den Vordermann. Das funktioniert auch noch ganz easy. Weitere Variation, ihr nehmt die Arme mit. Auch hier müsst ihr vorher definieren, wie weit es sein soll. Also bei uns ist hier Maximum. Ja, das geht nicht bis hier oben, aber es kann natürlich gerne geben, die das machen. Also wir bleiben hier unten und auch hier Schultern zurück und die Arme bleiben hier, die gehen nicht, ne? Die Schultern gehen nicht mit, das sieht nicht schön aus. Schultern zurück, Kopf hoch, lächeln und das ist im Grunde schon alles. Also wirklich den Fokus hier auf die Schultern setzen, damit das sauber aussieht und die Höhe der Beine definieren. Ja, dann kommt natürlich noch ein Knackpunkt, Eckenlaufen. Eckenlaufen muss man trainieren, es ist leider so. Hier habt ihr ebenfalls verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt
einfach die Ecke laufen. Einfach die Ecke laufen. Oder ihr nehmt euren Kopf mit, wenn ihr die Ecke lauft, okay? Das heißt, in dem Moment, wo ihr runter, hoch, ja, wo ihr die Ecke betretet im Grunde, runter, hoch. Der erste Fuß, der auf die Ecke geht, der Kopf runter und beim zweiten hoch. Macht es natürlich gefährlicher, dass es nicht so synchron aussieht, als wenn ihr wirklich den Kopf oben lasst. Wichtig, Ecke, okay? Also es ist kein Kreis, kein Halbkreis, den ihr irgendwie so marschiert, sondern es ist tatsächlich einfach zack. Also ganz hart die Ecke mitnehmen. Und das ist auch was, was ich empfehlen würde, unbedingt, unbedingt, unbedingt im Training zu üben. Marschieren könnt ihr wunderbar zum Aufwärmen benutzen. Das heißt, markiert euch irgendwie Ecken in der Halle, wenn ihr keine Striche auf dem Boden habt. Und dann lasst die Mädchen einfach mal 3 Minuten durch die Halle marschieren. Ja, das ist anstrengend und das macht auch keinen Spaß, wenn man sich die ganze Zeit auf alles konzentrieren muss. Aber es ist die einzige Möglichkeit, die hilft. Genauso, und das ist das zweite Thema, mit Treppenlaufen. Auch beim Treppenlaufen müsst ihr vorher definieren, wie ihr es haben wollt. Wir sagen immer, dass man beide Füße auf die Stufe nehmen muss. Okay? Das heißt, wir gehen links auf Stufe 1, rechts auf Stufe 1. Links auf Stufe 2, rechts auf Stufe 2. Und nicht links 1, rechts 2, links 3. Das sieht ein bisschen ja, nicht so schön aus. Also immer eine Stufe nach der anderen. Und wichtig ist, dass die Mädchen, die oben sind, langsam laufen. Also immer der Ersten sagen, sobald du oben bist, nicht vorpreschen, weil Treppen dauern. Okay? Das heißt, wenn man oben ist, diejenige muss dann im Grunde auch immer auf der Stelle, auf der Stelle, auf der Stelle. Die 2 Schritte, als wenn sie immer noch auf der Treppe wäre. Sonst verliert sie den Rest und das gibt natürlich auch sehr unschöne Lücken. Ja, jetzt habe ich noch einiges zum Marschieren erzählen können. Wie könnt ihr das üben? Wie schon gesagt, einfach zum Aufwärmen Marschmusik anmachen und die Mädchen ein paar Runden laufen lassen. Wenn ihr keine Treppe habt, dann guckt mal draußen, ob es irgendwo in der Nähe vielleicht eine Treppe gibt, draußen, die ihr benutzen könnt. Oder ansonsten sollen sie einfach zu Hause an der Treppe üben, im Haus Treppe hoch und Treppe runter marschieren. Ja, ich hoffe, das kleine Video hat euch ein bisschen geholfen und hat die Anfrage, die ich erhalten habe, auch beantwortet. Wenn das so ist, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr das Video liked, teilt, kommentiert und ja, beim Marschieren üben ganz viel Spaß.